Die zweite Folge heißt Nur das Beste für Mrs. Diaz. Wieder eine Zeile von Javier. Wir sollten mal mitzählen. Ich habe viele. Viele. Javier hat Lady also entführt und lässt sie nun für sich arbeiten. Sein nächster Job ist in diesem Hotel, aus dem Lady entkommen will. Ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Ich liebe die Szene, wo sie aus dem Fenster klettert, er aber schon dasteht. Du hast das ja immer noch an. Ich hab gesagt, zieh dich um. Das geht dann so weiter, wenn sie ihren Bewährungshelfer anruft. Ich muss sie persönlich sehen. Und das wissen sie genau. Oder als sie die Schlüssel aus dem Tresor nimmt und mit ihren neuen Freunden Gras raucht. Oh ja, wirklich, das ist Satina. Sativa. Er zwingt sie, das Spiel mitzuspielen und sie fragt sich, wieso. Schön, dass du nicht gefangen bist. Sie haben viel Spaß mit dem Rollenspiel. Eine richtige Liebesszene. Sie spielen sie während 10 Jahre verheiratet. Nicht zu glauben, das war vor 10 Jahren. Sie soll sich mit Bills Frau anfreunden, die sie aber zunächst langweilig findet. Wie heißen Sie? Jacqueline Diaz. Am Ende haben sie aber viel Spaß zusammen. Cheers. Cheers. Deine Stimme ist wundervoll. Ja, nicht wahr? Blue Skies ist just. At first when I read that, I was like, oh my God, I've got a. Am Anfang hatte ich gar keine Lust zu singen. Aber dann am Set dachte ich, warum nicht? Lady ist so eine, die durchaus Sängerin hätte werden können. Und zwischendrin sehen wir, wie Javier Bill auf dem Golfplatz tötet. Dadurch entsteht ein krasser Kontrast zwischen dieser furchtbaren Sache und Blue Skies. Für Lady ist es eine Art Ablenkung. Sie möchte nicht darüber nachdenken, was er gerade tut. Allmählich beginnt man sich zu fragen, ob er nicht vielleicht doch ein netter Kerl ist, der sich um sie sorgt und kümmert. Was sie auch in ihm sieht. Aber am Ende der Folge sehen wir, wie er einen Job erledigt. Er macht ihr nichts vor, er ist ein netter Mensch, aber er tötet Menschen. Ha! Hab ihn! Robin, nicht so laut. Was ist denn? Wer ist das? Warte, Robin. Wer ist das? Bill? Robin, warte. Bill? Warte. Warte, Robin. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Dreh war echt brutal, aber notwendig. Wir benutzen das Wetter als Metapher für die Gefühlswelt der Figuren. Es war tatsächlich 5 Uhr morgens, als wir drehten. Die Zeit, zu der es auch spielen soll. Das steigert deine Leistung und macht es authentisch. Und das Wetter dazu macht es fast poetisch. Wir können nicht reingehen. Wir stehen draußen im Regen. Ich bestimme, was du tust, wenn du nicht den Rest deines Lebens im Gefängnis verbringen willst. Es ist das pure Chaos. Alles ist nass, überall Matsch. Und Javier muss das nun alles wieder in Ordnung bringen.